HSV. Und in einer Satz direkt. Das Gedicht handelt leider nicht davon, aber das Gedicht handelt von einem leeren Glas und es heißt Leeres Glas. Ein Mann vor einem leeren Glas ist ein trauriger Anblick. Traurig ist auch ein verrutschtes Make-up an einer hübschen Kellnerin. Und dass sie gerade Feierabend hat. Eine stehengebliebene Wanduhr, eine rot-weiß karierte Tischdecke, eine tonlos über die Mattscheibe flimmernde Talkshow, ein Wirt, der schon mal die Stühle auf die Tische stellt, ein vorletzter Gast in einem anderen Eck. Am traurigsten aber von alledem ist der Mann vor seinem leeren Glas.